Mitte der 60er Jahre begann Rudi Kloß mit seinen ersten Filmaufnahmen. Auslöser dafür war, dass er mit seinem Fotoapparat immer ganz vorne dabei war. Mit Fotos hatte er den Südwestfunk in Mainz bereits regelmäßig versorgt, aber bei wichtigen Ereignissen wollte der Sender vermehrt auch kurze Filme in der Abendshow verwenden. Einen ersten Probefilm nahm er in Niederolm auf. Sie zeigen uns das beschauliche Dorfleben damals in einer Zeit, als sich noch amerikanische Straßenkreuzer auf dem Weg nach Dexheim oder Kaiserslautern und Gogomobile gemeinsam durch Niederolm schlängelten, lange bevor es die Autobahn gab und das erste Straßenfest gefeiert wurde. Damals gab es noch mehrere Landwirtschaftsbetriebe, wie zum Beispiel der Happel Ernst, ein Niederolmer Original mit seinem Sohn Erich und dem Mitarbeiter. Die neue Volksschule hatte den Schulbetrieb 1959 aufgenommen und wurde bereits nach wenigen Jahren vergrößert. Sie beherbergte zwei völlig getrennte Schulen, die katholische Konfessionsschule und die evangelische Simultanschule. Die eine hatte mit der anderen nichts zu tun. Das Freibad mit Entenpuddel wurde mit Originalwasser aus der Selz versorgt. Trübes Wasser und manchmal auch ein Blutegel waren in den frühen 60er Jahren keine Seltenheit. Daher ging man dazu über, das Selzwasser durch eine Sandschicht zu filtern, bevor es in die Becken geleitet wurde. Diese Bilder zeigen die Baustelle des neuen Hallenbades. Gemäß einer kurzen Notiz auf der Filmdose wurden sie am 10.07.1966 aufgenommen.